Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei UbiTestet. Heute mit mir vor der Kamera der Ford Focus Turnier. Im Grunde ein altbekannter, denn der stand hier schon das ein oder andere Mal vor der Kamera. Heute aber aus einem besonderen Grund und der befindet sich unter der Motorhaube. Es ist nämlich der 1.0 EcoBoost mit Hybrid, also als Mild-Hybrid-Variante. Den Motor bin ich aber auch schon mal gefahren und habe ihn euch vorgestellt als Ford Puma EcoBoost Hybrid. Wir wollen heute mal herausfinden, wie macht sich der Antrieb im praktischen Kombi und was bekommen wir für unser Geld, wie fährt er sich, wie viel Platz bietet er und vor allem natürlich, wie macht sich das Mild-Hybrid-System bemerkbar. Wenn ihr Lust drauf habt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken, gerne auch zu teilen, denn eure Meinung da draußen zum EcoBoost Hybrid im Turnier würde ich gerne hören. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns zunächst den Ford Focus einmal von außen an. Wir haben ihn hier in der aufpreispflichtigen Obsidian Schwarz Metallic Lackierung vor uns stehen und mit der aufpreispflichtigen ST-Line, also der sportlichen Ausstattungslinie. Es gibt noch die ST-Line X. X steht dann immer noch mal für etwas mehr an Ausstattung. Wir haben hier die normale ST-Line. Was wir hier auch nicht verbaut haben, sind die Voll-LED-Scheinwerfer. Wir haben zwar LED-Licht und LED-Tagfahrlicht im Upland-Bereich, aber den Scheinwerfer gibt es auch mit Voll-LED-Technik. Den würde ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Kostet um die 1200 Euro Aufpreis mit adaptiven LED-Scheinwerfern, ist aber das Geld in jedem Fall wert. Die Scheinwerfer sind ausreichend für die Normalfahrer, die selten in der Nacht fahren. Wer häufiger mal bei der Dämmerung oder aber eben in der Nacht fährt, Voll-LED-Scheinwerfer auf alle Fälle nehmen. Die ST-Line, woran erkennen wir die? Wir haben hier einen komplett neuen Einsatz untenrum. Wir haben LED-Nebelscheinwerfer hier verbaut. Wir haben hier diese Luft-Curtains. Das heißt also, die Luft strömt hier durch den Vorderstoßfänger hindurch und bildet einen Luftschleier um das Rad. Und da kommen wir jetzt zum, ja, für meine Begriffe mit unattraktivsten an dem Auto. Das sind diese 16 Zoll Leichtmetallräder hier, die auf der Winterbereifung sind. Gibt sicherlich schönere, würde ich jetzt auch sagen, da bräuchte man nicht unbedingt die hier direkt von Ford. Normalerweise kommt die ST-Line mit 17 Zoll Bereifung daher. 4,69 Meter ist unser Kombi übrigens lang, hat eine Höhe von 1,49 Meter und eine Breite von 1,98 Meter mit den Außenspiegeln. Also ganz ordentliche Ausmaße für so ein Kompaktklassenfahrzeug. Am Heck, ja, da kommen wir dann so zu dem Punkt, wo ich sage, da wirkt der Kombi schon sehr, sehr bieder, hat auch irgendwie, ja, unschöne Rückleuchten für mich. Also mir gefällt diese Rückleuchte nicht so unbedingt. Da würde ich mir auch Voll-LED wünschen. Auch hier Voll-LED-Rückleuchte gibt es nur, wenn ihr die Voll-LED-Scheinwerfer adaptiv ordert. Am Heck haben wir dann noch den Focus-Schriftzug, den kennen wir mittlerweile auch. Aber jetzt viel wichtiger ist, wir schauen jetzt in den Kofferraum hinein, was sich darin so befindet und was wir reinkriegen. Die Heckklappe des Ford Focus Turnier öffnet standardmäßig manuell, optional elektrisch, wenn ihr das möchtet. Wir haben hier einen durchaus, ja, fast schon quadratischen Innenraum. Kofferraum natürlich, Entschuldigung.
Und zwar mit ungefähr 1,5 Meter Breite und ungefähr 1,6 Meter Tiefe haben wir so einen Standard Kofferraumvolumen von 635 Liter. Maximal sind es 1653 Liter. Was mir sehr gut gefällt, wir haben hier einen doppelten Laderaumboden untergebracht mit angenehmen Staufächern und einer interessanten Idee, und zwar, dass wir den doppelten Laderaumboden so aufstellen können. So können wir den Kofferraum ein wenig teilen. Habe ich ganz gerne gemacht beim Einkaufen. Wasserkisten hier vorne und den normalen Einkauf da hinten, dass der nicht gequetscht wird, wenn quasi doch mal ein so ein Wasserkasten oder so ein Wasserpaket eben umfällt. Dann schauen wir, was wir hier so an Features haben. Wir haben zwei Taschenhaken, einen links, einen rechts. Und auf der linken Seite haben wir dann auch noch einen 12-Volt-Anschluss. Das Laderaumrollo ist sehr schön und einfach ausbaubar. Einfach hier ziehen, dann haben wir es auch schon in der Hand und können es dann erst einmal auf Seite legen. Denn wenn wir jetzt die Rücksitzbank umklappen im Verhältnis 60 zu 40, Feder vorgespannt, dann sehen wir auch sehr schön, dass sich hier eine wirklich fast ebene Laderaumfläche ergibt, wenn wir das machen. Ein Gepäckraum-Rollo übrigens kostet Aufpreis und müsstet ihr dann auch noch dazu bestellen, denn Ladungssicherung ist ja extrem wichtig. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen in den Innenraum hinein. Ich habe Platz genommen. Lasst uns einfach mal die Platzverhältnisse anschauen. Also Kniefreiheit zur Vordersitzlehne, die auf oder zum Vordersitz respektive, der auf meine Größe von 1,78 eingestellt ist, habe ich genügend Platz. Also das sind jetzt so ungefähr noch so zwei Finger. Das ist ordentlich. Ja, der ein oder andere wird da vielleicht ein bisschen mehr bieten, aber auch deutlich weniger. Der Ford ist hier, bietet ganz ordentliche Platzverhältnisse. Zudem, meine Füße passen wunderbar unter den Vordersitz und lassen sich leicht ausstrecken. Bisschen schade ist, dass diese Sitzlehnenverkleidung hier wirklich aus Hartkunststoff ist und nur mit Stoff bespannt ist. Das heißt, also sie gibt auch nicht sonderlich viel Platz nach, wenn es so ist. Es gibt hier noch ganz nette, ja, sag ich mal so, Haltenetze. Sehen okay aus. Da bringt man auch das meiste unter, was man reinbringen muss. Kopffreiheit gibt es genügend. Da passen sogar zwei Hände übereinander noch hin. Das ist richtig viel, was hier passt. Dann haben wir allerdings keine Mittelarmlehne und wir haben auch keine Luftausströmer hier in der Mittelkonsole sowie keine USB-Anschlüsse, lediglich eine 12-Volt-Buchse. Da könnte Ford meiner Meinung nach durchaus mal ein bisschen nachbessern. Eine 3-Zonen-Klimaautomatik braucht es ja gar nicht, aber einfach mal Luftausströmer hier im Fond wären schon sehr praktisch. Praktisch natürlich auch ISOFIX-Verankerungen, die haben wir hier, die sind fest in, mit Schächten ausgespart worden. Da gibt es keine Kappe und auch keine Klappe. Braucht es auch ehrlich gesagt gar nicht. Was ich gerne hätte, wären noch Sonnenschutzrollos für das Fond. Die gibt es aber auch nicht gegen Geld oder gute Worte. Die Türverkleidungen sind natürlich aus Hartkunststoff hier, die sind auch nicht aufgeschäumt. Ist jetzt aber auch nicht wirklich dramatisch, da die Verarbeitung dennoch gut ist und es knarzt halt auch nichts. Das hatten wir ja schon bei anderen Mitbewerbern, die da mit knarzenden Türverkleidungen zu tun hatten. Dafür allerdings sind die Ablagefächer hier in den Türen stets ausgepolstert. Und das finde ich auch wiederum ganz positiv. Aber jetzt schauen wir, wie es vorne ausschaut. Der Fahrer sitzt im Ford Focus Turnier mit ST-Line auf sportlich ausgeformten Sitzen hier vorne. Die bieten genügend Seitenhalt in Kurven für die Lehne als auch für das Gesäß. Lediglich die Schenkelauflage könnte ein bisschen länger sein. Die Kopfstützen sind sehr hart, haben aber einen guten Bereich zum Verstellen. Das heißt, da gibt es genügend Möglichkeit, die weit rauszuziehen. Da findet jeder auch seine Position. Kopffreiheit habe ich jetzt hier mehr als eine Faust nach oben. Ich habe aber auch meinen Sitz etwas erhöht eingestellt. Das Lenkrad lässt sich natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellen. Was sich nicht verstellen lässt, ist komischerweise der Beifahrersitz in der Höhe. Dafür verlangt Ford einen Aufpreis. Verstehe ich leider nicht. Ich würde lieber nämlich einen Aufpreis eher für den Ergonomiesitz zahlen, denn der ist dann einfach nochmal schöner ausgeformt und ich meine sogar, der hat eine ausziehbare Schenkelauflage. Das wäre eher mir persönlich das Geld wert. Ein verstellbarer
Beifahrersitz in Höhe, das sollte für meine Begriffe in der Kompaktklasse absolut serienmäßig an Bord sein. Da gibt es für mich auch nicht unbedingt Diskussionsbedarf. Jetzt schauen wir aber mal, ob es Diskussionsbedarf gibt hier im Innenraum, denn da werfen wir jetzt einfach mal einen Blick drauf. Der Blick fällt erst einmal über den Armaturenträger hinweg. Sehr aufgeräumtes Cockpit. Der zentrale Bildschirm ist natürlich hier in der Mitte auf alle Fälle sehr dominant untergebracht. Auch sehr dominant ist das durchaus dick aufgepolsterte, beheizbare Lederlenkrad, das wir hier haben. So kennen wir es auch aus den sportlichen ST-Modellen, dann aber mit Badge versehen. Hier ganz normal auch perforiert an der Seite und der gesamte Lenkkranz ist beheizt. Also das finde ich auch sehr angenehm. Die Lenkradheizung könnte ein bisschen stärker sein, aber finde ich immer noch sehr, sehr angenehm. Als erstes, was uns auffällt, wir haben hier immer noch ein analoges Kombi-Instrument. Optional gibt es ein voll digitales Display. Das habe ich euch zum Beispiel vorgestellt im Ford Puma. Muss aber dazu sagen, dass ich es nicht so gut finde. Ich würde hier weiterhin die klassischen Rundinstrumente mit analogen Zeigern empfehlen. Der Bordcomputer ist sehr, sehr vielschichtig. Da kann man wirklich hier über die Menütaste sehr, sehr viele Informationen machen. Man kann sich auch das Ganze konfigurieren, welche Ansichten man denn da drinnen haben möchte. Zudem gibt es dann immer noch die Möglichkeit hier von Favoriten zum Beispiel oder aber hier die Assistenzansicht, dann die Navigationsansicht, Audio haben wir dann noch, das Telefon oder eben hier die Einstellungen des Fahrzeuges, die wir dann da vornehmen können. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut und auch wirklich sehr informationsreich, was wir hier alles einstellen können. Schauen wir uns die Bedieninstrumente mal genauer an. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, was auf den ersten Blick etwas überfrachtet wirkt. Wenn man dann genauer hinschaut und sich damit befasst, dann ist das sehr, sehr leicht umzusetzen und vor allem zu verstehen. Wir haben hier links den Tempomaten, aktivieren, setzen, Abstand eingeben, aussetzen oder eben den Limit. Darunter die Audio-Lautstärke, lauter, leiser, mute. Ich finde es auch sehr gut, wir haben hier eine Mute-Taste. Auf der rechten Seite, wie gesagt, alles zum Bedienen dieses Bordcomputer-Menüs. Und hier unten Telefonannahme oder Skippen der Traps bzw. Eingabe der Spracheingabesystems. Dahinter sehen wir am Blinkerhebel den Taster für den Spurhalteassistenten. Hier auf der linken Seite dann die elektrischen Fensterheber und was wir hier schön sehen, diese angedeutete Carbonstruktur, die so ein bisschen von der ST-Line her wirkt. Ich finde es ganz nett gemacht, wirkt jetzt auch nicht zu billig. Da unten sehen wir dann das Lichtschaltzentrum. Wir sehen auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, das Niveau der Scheinwerfer einzustellen. Das heißt also, wir haben hier nur Basis-LED-Licht verbaut, was sich dann in der Höhe noch konfigurieren lässt. Schön auch, dass der Lenkkranz hier sehr dick ist und dieses rote Zierrad, was wir durch die ST-Line bekommen. Und dann gehen wir in die Mittelkonsole. In der Mittelkonsole sehen wir natürlich den dominanten Bildschirm, 8 Zoll groß und mit Sync 3 ausgestattet. Das kennt man schon langsam hinreichend, würde ich mal sagen. Die Bedienung immer noch sehr intuitiv, sehr einfach, vor allem dank der großen Tasten, die wir hier haben, lässt sich das auch wunderbar während der Fahrt bedienen. Ich persönlich finde das immer noch eines der intuitivsten Systeme, die man bekommen kann. Es gibt auch hier Android Auto oder Apple CarPlay, was wir anschließen können. Das sehen wir dann auch gleich. Darunter haben wir noch wirklich haptische Tasten und Drehregler. Das finde ich auch sehr gut. Kleiner Wink an Volkswagen-Konzernen, die ja auf sowas gerne verzichten wollen. Darunter haben wir dann die Luftausströmer, hier noch klassisch mit einem Drehrad zum Auf- und Zumachen. Dann den Warnblinktaster, der auch sehr zentral untergebracht ist, finde ich auch gut. Hier sehen wir übrigens noch den Start-Stopp-Taster. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Da sehen wir das Klimabedienteil, 2-Zonen-Klimaautomatik, wie schon erwähnt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, sehr einfach an und aus das Ganze zu schalten. Wir haben hier eine beheizte Windschutzscheibe verbaut mit Heizdrähten, dreistufige Sitzheizung und die Lenkradheizung, die hier ist auch hier integriert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genauso darunter ein USB-A-Anschluss und 12-Volt-Buchse sowie ein induktives Ladefeld fürs Smartphone. Allerdings, und wer jetzt zum Beispiel sowas wie ich, so eine kleine Hülle hier hat,
da sieht man dann relativ blöd aus, weil wenn man das da reinlegt, das rutscht hier einfach echt hin und her und dann wird immer dieses Laden unterbrochen. Also da hat Ford einfach noch keine wirklich praktischere Lösung gefunden. Der Schaltknauf des 6-Gang-Schaltgetriebes, auch hier wieder rotes Zierrad. Und wir sehen hier noch Assistenzsysteme bzw. fahrrelevante Systeme. Start-Stopp können wir hier deaktivieren, die Traktionskontrolle können wir hier deaktivieren oder wir können hier die einzelnen Fahrmodi durchschalten. Da gibt es aber auch nur Eco, Normal und Sport. Und dann auf der anderen Seite sehen wir hier den Einparkassistenten. Aha, genau, da tut er gleich quengeln. Und die Einparkhilfe, die wir dann deaktivieren können. So, dann gehen wir hier in die Mittelkonsole rein. Da sehen wir, das sind diese Cupholder. Die, wenn wir da drauf drücken, dann können wir die hier verschieben und können sie auch entsprechend anpassen, dem Gerät, was wir da reinlegen. Finde ich auch praktisch, das Ganze zweimal hier und können das Ganze auch blickdicht zumachen, damit uns da keiner reinschaut. Hier gibt es noch so ein kleines Ablagefächlein mit so einem eingelegten Gummiboden. Das ist ganz nett, da kann man den Schlüssel ganz gut reinlegen. Eine Auto-Hold-Funktion für die automatische Parkbremse. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne, die ist verschiebbar. Und wir können sie aufstellen. Dann gibt es da drin Platz für zum Beispiel für die Maske, die wir brauchen. Oder einen weiteren USB-Anschluss, den wir da noch haben. So, dann können wir das zumachen, verschieben und dann werfen wir noch mal einen kurzen Rundumblick. Da sehen wir auch große Fensterflächen, ja, und genau eine durchaus gute Rundumsicht, die wir hier haben im Fahrzeug. Was auch gut ist, wir haben hier wieder die Türtafeln, die sind innen verkleidet mit Stoff. Das ist auch praktisch und das Handschuhfach ist auch ausreichend groß zumindest. Da kriegt man ein paar Unterlagen rein. Das passt ganz gut. Was mir ebenfalls noch ganz gut gefällt, ist diese B&O-Audiosystem, was hier verbaut ist. Das sollte man auf alle Fälle sich mitnehmen, denn der kleine Audiogenuss kostet nicht viel und den sollte man sich durchaus gönnen. Jetzt gönne ich mir einmal einen Blick unter die Motorhaube, was denn hier der Motor so kann. Die Motorhaube wird zweimal entriegelt, will heißen, wir haben keinen Entriegelungshebel mehr hier in der Motorhaube. Wir können die jetzt einfach nach oben heben, aber Niveaulift gibt es leider keinen. Also der gute alte Haltestab muss aufgestellt werden. Dann werfen wir den Blick hier in den Motorraum hinein und da sitzt ein kleines Motörchen, das den Motorraum hier gar nicht so wirklich ausfüllt. Ein 1 Liter Dreizylinder EcoBoost Motor mit 155 PS, 190 Newtonmeter maximalen Drehmoment, 9,4 Sekunden auf Tempo 100 und 209 Stundenkilometer sind der Topspeed. Besonderheit allerdings hier: wir haben ein 48 Volt Mild-Hybrid-System hier verbaut. Bedeutet, die Lichtmaschine ist rausgeflogen. Dafür haben wir einen Riemenstarter-Generator. Wir haben eine 48 Volt Bordnetzbatterie und wir haben einen kleinen Elektromotor, der dem EcoBoost hier so ein bisschen auf die Sprünge hilft, im unteren Drehzahlbereich, wo der noch nicht so richtig wach ist. Da kommt dann der Elektromotor, schiebt ein bisschen mit an. Dadurch entsteht eine fülligere Drehmomentkurve. Damit haben wir mehr Drehmoment zur Verfügung über einen längeren Zeitraum. Das Ganze ist in der Praxis äußerst angenehm zu fahren. Weiterer positiver Nebeneffekt: das Start-Stopp-System ist viel angenehmer. Bereits ab 20 Stundenkilometer wird der Motor abgeschaltet und kaum spürbar zugeschaltet dann wieder, wenn man auf die Kupplung tritt. Des Weiteren haben wir eine erhöhte Bremsleistung, eine Motorbremse, quasi wie wir es früher aus großvolumigeren Motoren kannten, denn der Elektromotor fungiert dann als Generator und speist die Batterie mit Energie. Und genau da kommt dann der Punkt, wo so ein kleiner, unschöner Moment erst einmal entsteht. Denn wenn wir auf die Bremse drücken, aufs Bremspedal, dann wird erst einmal die Generatorleistung vom Elektromotor so weit angespitzt, bis die überschritten wird. Und dann erst tatsächlich die Bremsklötze an die Bremsscheibe angelegt werden. Das merkt man besonders, wenn man so leicht auf der Bremse steht, fast schon sehr aggressiv erst einmal die Bremsleistung antritt, kuppelt man dann aus, ist kaum noch Bremsenergie da, weil eben dann die
Bremsklötze nur ganz minimal an die Scheibe angelegt werden. Schont natürlich die Bremsanlage vom Verschleiß, das Ganze, wenn man es gewohnt ist und es richtig einsetzt. Beim Verbrauch soll das Ganze ja auch helfen. Dafür habe ich aber ein ausführliches Verbrauchsvideo für euch erstellt. Das habe ich euch unten verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, was der EcoBoost Motor auf der Verbrauchsrunde konsumiert hat. Im Gesamtzeitraum waren es knapp über 6 Liter, die ich verbraucht habe. Finde ich aber im Anbetracht des großen Fahrzeuges und den guten Platzverhältnissen durchaus passabel. Jetzt würde ich aber sagen, ich schwimme mich rein und wir fahren. Auf der Straße macht sich der Ford Focus Turnier wie auch alle anderen Ford Focus richtig gut. Also da muss man immer noch den Hut ziehen vor den Ingenieuren hier von Ford. Sie schaffen es wirklich immer ein hervorragend austariertes Fahrwerk auf die Räder zu stellen, womit der Ford Focus nicht nur dynamisch zu fahren ist, sondern auch unheimlich komfortabel bei schlechten Straßenverhältnissen. Die Federung spricht sehr feinfühlig an, die Lenkung bietet eine gute Rückmeldung, könnte ein bisschen strammer sein, aber das passt schon so. Der Wagen lässt sich auf einer kurvigen Landstraße wunderbar schön durch die Kurven wedeln und bleibt dabei lange neutral, schiebt nur wirklich im äußersten Extremfall über die Vorderräder sanft und dezent weg. Traktion, okay, da könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Da kommen aber dann in den größeren Modellen, wie zum Beispiel dem Focus ST, kommen ja dann eine Differentialsperre zum Einsatz. Hier hat man das Ganze mit Torque Vectoring ganz gut so im Griff, weil die Motoren ja hier auch nicht so viel Drehmoment haben, als dass man sagt, damit ist die Vorderachse völlig überfordert. Weiterer positiver Punkt, die akustische Geräuschdämmung hier drinnen im Innenraum. Der Motor ist gut weggekapselt. Wir haben auch geringe Abroll- und Windgeräusche. Auch hier ermöglicht der Ford Focus angenehmes Reisen auch auf langen Strecken. Ich bin angekommen hier mit dem Ford Focus Turnier zum unserem Fazit. Was muss ich sagen? Mir gefällt der Antrieb mit dem 48 Volt Mild-Hybrid-System echt gut. Viele Schwächen, die der Motor sonst so mit sich gebracht hat, die sind nun eliminiert. Zum Beispiel eben das Thema der Start-Stopp-Funktion. Viel smoother, angenehmer, nutzt man jetzt viel intensiver. Beim Verbrauch würde ich mal sagen, ja, leichte Verbrauchsverbesserung tritt sicherlich auch ein im Alltag. Aber das ist wahrscheinlich eher für die meisten nicht spürbar. Wer den 125 PS EcoBoost Hybrid kauft oder in Erwägung zieht, der sollte die 350 Euro Mehrpreis auf alle Fälle für das 48 Volt System investieren. Es gibt ja einen besseren CO2-Ausstoß, somit eine niedrigere Kfz-Steuer. Ansonsten ist der 155 PS Motor sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl. Alle anderen Modelle mit dem 1,5 Liter gehen ja nur mit der 8-Gang-Wandlerautomatik, der geht nur mit 6-Gang-Handschaltung. Ist natürlich auch ein Thema, was man eher möchte. So wie er da steht, übrigens 32.150 Euro. Das ist, finde ich, gut gepreist. Dafür bekommt ihr echt ein sehr vielseitig einsetzbares Fahrzeug. Viel Platz, angenehmer Reisekomfort. Und wenn man dann auch mal ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, dann macht der Focus da auch richtig Laune beim Fahren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Video zu schauen. Das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentarbox schreiben. Gerne auch den Kanal abonnieren und das Ganze zu liken und zu teilen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses tut. Und dann sehen wir uns auch möglichst bald wieder zum nächsten Review oder zur Verbrauchsfahrt hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche einen wunderschönen Tag noch. Tschüss und Servus, euer Ubi.